Heyo Leute und willkommen zu einem kurzen neuen Overwatch-Video. Diesmal ist es wirklich nur ein kurzes Video, denn im Endeffekt gibt's nur eine kleine News. Denn am Wochenende vom 18.11. um 20 Uhr bis zum 21. November habt ihr die Möglichkeit, Overwatch völlig kostenlos auszuprobieren. Das Coole daran ist, dass das Free-to-Play-Wochenende nicht nur auf dem PC, sondern auch auf der Xbox One und der PS4 stattfindet. Dort braucht ihr dann allerdings natürlich eine gültige PS Plus oder Xbox Live Gold-Mitgliedschaft. Das Beste daran ist, dass ihr wirklich alle 13 Maps, alle 22 Helden, alle Modi und Brawls und dementsprechend wirklich das ganze Game zocken könnt und genau seht, was das Spiel zu bieten hat. Mit dem kompetitiven Spiel könnte es etwas knapp werden, da man dafür ja Level 25 erreichen muss, aber wer weiß, wenn man durchgehend suchtet, ist das vielleicht auch noch drin. Euer Fortschritt, den ihr in der Zeit erreicht, bleibt natürlich auch bestehen. Das heißt, wenn ihr euch also danach entscheiden solltet, Overwatch zu kaufen, dann könnt ihr einfach bei dem Stand weitermachen, den ihr an dem Wochenende erreicht habt und habt auch alle eventuellen Items, die ihr aus Lootboxen zieht, auf eurem Account. Natürlich nur, wenn ihr dann auch denselben Namen verwendet bzw. denselben Battle.net-Account. Nach der offenen Beta vor Release ist das erste Mal, dass Overwatch umsonst spielbar ist und ich muss sagen, ich finde es echt toll für diejenigen, die sich bisher noch nicht sicher waren, ob sie dem Spiel mal eine Chance geben sollen. Und die können das jetzt perfekt ausprobieren. Wenn ihr noch Fragen zu dem Free-to-Play-Wochenende habt, dann schreibt mir diese gerne in die Kommentare und eure Meinung zum kostenlosen Overwatch-Wochenende würde mich natürlich auch interessieren. Sollte euch das Video gefallen haben, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, was Overwatch angeht, abonniert auch gerne den Kanal, denn hier kommt noch so einiges zu dem Spiel. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet und bis dahin habt eine schöne Woche und haut rein, Leute. Ciao!